Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog aus meiner recht chaotischen Küche. Wir sind nämlich gerade im Dreh des Lunchbox-Videos. Gedreht schaut so aus, unser Setting. Stativ steht am Tisch, hier steht noch die Beleuchtung. Es geht nämlich gleich heute weiter, wir haben nämlich gestern schon begonnen und es ist, sehr zeitaufwendig, so ein Lunchbox-Video zu drehen. Ich habe ja schon zwei gedreht. Ja, genau, zwei. Ich glaube, eins habe ich 2018 gedreht und das letzte habe ich 2020 gedreht, also letztes Jahr. Und dieses Jahr habe ich euch ja schon in den anderen Vlogs erzählt, ich werde es auch wieder ein Lunchbox-Video geben, weil ich bekomme immer so viel Zuspruch dafür. Die Leute lieben die Lunchbox-Videos, aber es ist natürlich auch eine mega Arbeit, diese Videos zu drehen. Also man muss sich überlegen, welche Lunchbox, also wie befüllt man die schön, dass das auch praktisch ist, aber auch irgendwie abwechslungsreich. Das dient ja als Inspiration für andere Mütter oder auch selbst erwachsene Personen, die sich das als Vespa mitnehmen und so weiter. Finde ich ziemlich cool. Deswegen gebe ich mir immer oder geben wir uns da immer sehr viel Mühe. Und ja, das machen wir heute auf jeden Fall weiter. Wir haben gestern schon 6 von 10 gedreht. Heute werden dann die restlichen 4 gedreht. Schauen wir mal, das muss man dann auch noch schneiden und ja, es dauert. Der Papa ist gerade noch ein bisschen im Büro, der telefoniert gerade mit Hühler. Es geht um eine Kundin, die den Hühler bei uns gekauft hat, wegen einer Finanzierung, irgendwelche Fragen, keine Ahnung. Wir teilen uns da die Aufgaben immer eigentlich, ja, dass er zum Beispiel dieses Telefonkorrespondenz mit Hühler direkt macht und so weiter. Der Kleine schläft noch, das heißt, wir müssen jetzt die Zeit nutzen. Und ich wollte mit euch zusammen endlich mein neues iPhone aufmachen. Ich habe mir, das habe ich euch, glaube ich, auf YouTube hier nicht erzählt, aber auf Instagram habe ich, glaube ich, erzählt. Ich habe mir nämlich ein neues iPhone bestellt, das neue, das iPhone 13. Das habe ich mir jetzt gegönnt und ich habe es schon seit 2 Tagen. Ich habe das iPhone 13 Pro Max in Gold und ich habe es seit 2 Tagen ungefähr. Es hat geheißen, es wird in 3 bis 4 Wochen geliefert, das kam aber in unter einer Woche, also mega, mega schnell. Und ich musste noch Hülle und Panzerglas und sowas bestellen, deswegen habe ich noch gewartet mit dem Öffnen. Und hier, das habe ich bestellt, so ein durchsichtiges Case. Und dann habe ich noch so einen USB-C-Adapter auch bestellt. Ja, und ich habe mir gedacht, ich nehme euch beim Unboxen mit. Also, ich werde euch gleich hier aufstellen und mir gedacht, ich mache zusammen mit euch das iPhone 13 auf. Mein iPhone. Ich habe ja noch das iPhone XS Max. Das ist auch ein sehr großes iPhone. Es geht eigentlich noch. Das Problem ist, es hat einen Sprung. Wie ihr seht, seht ihr das? Also ich habe zwar ein Panzerglas drüber. Aber man kann den Sprung halt doch sehen. Der stört mich nicht, also überhaupt nicht. Das Problem ist, es ist mir jetzt vor circa einem Monat nochmal ziemlich stark untergefallen und seitdem höre ich nichts mehr. Also wenn ich normal telefoniere, so höre ich einfach so leise, dass ich mir das Telefon richtig reindrücken muss und muss halt immer auf Lautsprecher telefonieren und das ist meistens draußen. Nicht so cool, wenn man jetzt, weiß nicht, ein wichtiges Telefonat oder so hat, dann muss man laut sprechen. Die Leute fragen sich, ob man nicht ganz gar im Kopf ist. Ja, deswegen habe ich mir jetzt, wie gesagt, das ist iPhone gegönnt. Ich habe mir auch eine Vertragsverlängerung gemacht und ich bin ja schon jahrelang 3-Kundin, also für die Österreicher unter euch, die wissen, was ich meine. 3 ist halt so ein Anbieter bei uns und ich habe mir jetzt einen riesengroßen Tarif genommen, wo ich unlimitiertes Datenvolumen habe, weil ich einfach, ja, das zum Arbeiten brauche. Ich, mein Handy ist ja auch mein Arbeitsgerät, da mache ich ja Instagram-Stories und ich bearbeite auch meine ganzen anderen Sachen wie die Hühler-Bestellungen oder Thermomix-Bestellungen. Alles ist viel übers Handy und wenn ich dann unterwegs bin und kein Internet mehr habe, das ist einfach so nervig. Deswegen habe ich jetzt einen riesengroßen Tarif genommen mit unlimitierten Daten. Volumen, damit ich halt immer Internet habe. Ja. Fertig mit
dem Lunchbox-Video. Ich muss mal die Rollläden wieder aufmachen. Ich zeige euch mal, wie die Küche ausschaut. Ja, also erstmal, ich habe hier mal abgedunkelt. Oder weißt du, immer das Gefühl, dass wir ins Abend. Machst du mal auf, Michelle? Ich drehe euch mal um und zeige euch mal unser Chaos. Also das ist unsere Chaos-Küche. Alles klar, Michelle. Beste Lösung. Hier stehen überall, bitte kannst du mit deinen Haaren nicht so herumwedeln als Essen. Ja, Geschirr, Essen, noch mehr Essen, Knabberzeugs. Vom Tisch brauche ich gar nicht sprechen. Unser Regenbogenbrot. Das ist so cool. Schaut mal, ich habe Regenbogenbrot gebacken. Mega. Ja, es ist wieder hell. Wow. Die Michelle hat sich jetzt bereit erklärt, mit mir hier die Küche aufzuräumen. Damit du hier auf den Kleinen aufpassen musst. Also. So, meine Liebe, ist die Michelle. Hallo Bella, ich bin die meine Bella. Oh, oh, Bella, oh, Bella. Oh, Fledermaus. Oh, Fledermaus. Du hast dich gleich in einem Vampir. Sie hat wie eine Fledermaus in der Story ausgeschaut, oder? Ja. Sie ist immer wie eine Fledermaus. Die Michelle nennt sie manchmal Schwarzer Rabe. Und die Luisa ist auch schon hier. Ist die Luisa durstig? Ja. Du bist nur ein Baby. Ja. Luisa, magst du uns helfen beim Aufräumen? Nein. Nein. Oh, oh, Luisa, liebst du die Bella? Oh, was ist das? Die Bella auch. Die Luisa, was ist das? Oh. Entschuldigung. Oh, so süße Hunde haben wir. Oh. Ah. Ist die Bella eine Kuschelmaus? Und die Luisa auch? Und die Emmy auch? Also heute ist Samstag und wir sind im Auto mit den drei Kleinsten. Wir gehen jetzt nämlich ein bisschen einkaufen, also Lebensmittel. Brauchen wir viel? Nein, nicht viel, aber fürs Mittagessen oder schon was. Ich habe keine Spielsachen für den Kleinen. Ja, da haben wir wirklich gar nichts mehr im Auto. Wir haben alles weggeräumt. Ich glaube, wir haben sie verräumt. Aber wir sind eh gleich da, Lara. Auf jeden Fall gehen wir jetzt kurz einkaufen und also Getränke für Mittagessen, aber Papa gesagt, brauchen wir ein paar so frische Sachen. Fleisch haben wir, glaube ich, gut angekauft. Haben wir nichts? Also gar nichts, okay. Also für Jause haben wir viel. Für Jause haben wir sehr viel. Brot haben wir nicht, wir brauchen noch Toastbrot. Ja. Und einfach Kleinigkeiten. Wisst ihr, was heute passiert ist? Unser Ofen hat sich verabschiedet. Also der Papa, der Papa wollte Aufbackbrötchen machen. Also so, ich habe so eine Rolle gekauft, so eine Dose, die man aufknacken, also kleine Semmelchen rausmachen, backen kann. Und der, das wollte der Papa heute zum Frühstück machen. Und dann, keine Ahnung, hat er einen Ofen aufgeheizt. Und dann hat er für sich Klick gemacht. Und zuerst dachten wir, dass die Sicherung gesprungen ist. Weil, ja, kann ja mal passieren. Und dann war das war das nicht, weil die Sicherung war drin. Ja, wir haben ein bisschen mit jemandem geschrieben, beziehungsweise der Papa, der sich vielleicht mit sowas auskennt. Und ich habe auch ein bisschen gegoogelt und es könnten zwei Sachen kaputt sein. Also entweder diese... Gebläse? Ja, das ist Gebläse. Das hält so, also wenn das Gebläse kaputt ist oder diese Regulierung der Temperatur, dass der Ofen nicht zu heiß wird. Wenn das kaputt ist, dann müsste man das reparieren und das würde wahrscheinlich mehr kosten, als was unser Ofen noch wert ist. Weil aktuell, also der hat jetzt 7 Jahre haben wir den gehabt. Da war lange überlegt. Ja, weiß ich nicht. 7 Jahre, ja. Ein bisschen zu wenig, aber wahrscheinlich die andere, also zwei in Siemens. War ein Markengerät, ja, kann man auch. Wenn du ein OK kaufst oder was weiß ich, wie du noch immer heißt, wahrscheinlich überleben nur die Hälfte. Aber es muss nicht sein. Ich glaube, manchmal hat man auch wirklich Glück mit solchen Geräten. Ja, stimmt auch. Man kann es nicht. Es kommt darauf an, wie oft man nutzt. Ja, wir haben ein Echo für uns. Also, ja, schon. Ja, jetzt müssen wir uns was überlegen, wir müssen mal einen neuen rufen. Oder ich baue ja auch einen. Ein Ofen im Garten. Ja, genau, mit so, mit Holz oder? Steine. Ja. Das ist ein Ofen. Nein, also wenn wir uns jetzt einen neuen Backofen holen müssen, Gesundheit. Wir haben ja Backofen und Herd getrennt. Also wir haben ja den, das habt ihr, also, ja,
Wenn ihr uns schon länger folgt, dann wisst ihr das. Also wir haben den Backofen, der ist ja irgendwo so eingebaut und der Herd ist da auf der anderen Seite. Auf jeden Fall brauchen wir so einen Einbau-Backofen und wenn wir uns einen neuen holen, was wir natürlich müssen irgendwann einmal, hoffentlich noch diesen Monat, holen wir uns gleich so einen, der sich selbst reinigt. Was kostet das? Ich weiß nicht, ich glaube ab 1000 Euro. Ab? Aber wir können bei Mikia schauen. Ab 1000 Euro? Wir können bei Mikia schauen, weil Mikia hat auch so Einbauöfen. Irgendwas mit P heißt es, Periolit, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Pyrotechnisch. Ja, also das ist voll cool, weil dann müssen wir den Ofen, glaube ich, nicht mal reinigen, sondern der reinigt sich selbst. Unsere Freunde haben auch eine, Marie hat auch einen, oder? Der hat gesagt, ab 1000 Grad, der erhitzt sich bis zu 1000 Grad und. Was? Ich weiß nicht, irgendwas. Aber zu Hause sein, wie dein Feuerlöscher in der Hand. Ja, das wird schon gut laufen. 1000 Grad. Auf jeden Fall. Wenigstens einen Ofen. Ich habe ihn kaputt gemacht, immer noch. Nein, Scherz. Aber ich habe ja gedacht, dass er eigentlich gut heiß geworden ist. Weil der so piep, piep, piep gemacht hat, also quasi hat die Temperatur schon erreicht. Und dann auf einmal war es. Jetzt. Naja. Wird Spaß sein, den auszutauschen, weil du auch keine Ahnung hast. Wo der angeschlossen ist. Er hat ein paar Schrauben, Kabel, nimmt es raus, tickt es rein, fertig. Fertig. Ja. Natürlich Strom ausschalten, weil sonst glühe ich dort. Na gut, aber zuerst mal Lebensmittel einkaufen und diese dann wieder safe nach Hause fahren. Zuerst Leergut abgeben, weil das ist brutal viel dahin. Ja, das machen wir als erstes. Ich bin gespannt, was das alles ausmacht. Das Leergut. Der Papa. Und sicher. Die kleinen Freuden. Bis 50 Euro. Apfel und Bananen. Apfel und Bananen? Ja, wir haben das nicht. Apfel? Aber hier kaufen wir jetzt nur Getränke. Aber Äpfel haben wir noch im Baum. Aber du wolltest nicht holen. Bananen also, haben wir nicht. Bananen, ich habe auch im Baum. Also die Lisa bekommt auch leer. Gut schon. Ich kriege auch. Lisa, soll ich deine Kette nehmen? Nein, nein, gib sie in den kleinen Wagen. Wir haben den großen Wagen. Was hast du gemacht? Mach mal lieber so, bevor die umfliegen, oder? So. Lara, geh mal kurz weg, dabei muss die sein. Lara, hilf mir, gell? Nein. Sie ist so laut. Ist laut? Da bleibt sie mehr. Geht sie da überhaupt alles in einen Wagen aus? I don't think so. Hey, Lisa, was ist das? Abendanz? Oh mein Gott, wie willst du denn das fahren, Schatzi? Das ist ja voll gefährlich. Soll ich lieber mitgehen mit zwei Wagen? Oh mein Gott. Dein Gott oder mein Gott? Oh mein Gott. 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 Warte jetzt, Kinder. Nein, nicht mehr. Aber nicht mehr. Ist so schlimm, oder? Ja, das kommt der Papa. Logistikmeister. Soll mal einer sagen, der Papa kennt sie nicht aus, oder? Ja. Aber tust du die zwei Fragen? Und was machst du jetzt? Das geht nicht mehr aus. Boah, das ist echt stressig. Das ist echt stressig, oder? Mit den Kindern? Ja, das ist gut. Das geht bei dir nicht. Also wir trinken schon viel, oder was? Warte kurz! Ja. So. So, meine Lieben, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und Pyrolyse-Backofen wird wahrscheinlich doch nicht drin sein, weil es einfach sehr umweltschädigend ist. Unglaublich. Aber das stimmt schon, wenn man so logisch denkt. Also Pyrolyse bedeutet, dass der Backofen bis 500 bis 600 Grad sich erhitzen muss, weil er die Essensreste, die da jetzt im Backofen herumliegen, quasi zu Asche verbrennen wird. Und das
braucht natürlich Strom, ne, wenn er sich so stark aufheizen muss. Und angeblich steht, dass manche Modelle bis zu 3 Stunden brauchen, um diese hohe Temperatur von 500 oder 600 Grad zu erreichen. Und das kann man sich mal vorstellen. Ja, dass das krass ist. Ne? Da steht, mehr als 6 Kilowattstunden Strom können bei der Pyrolyse verbraucht werden. Das ist echt viel. Dann ist in Qualm und Gerüche, hohe Kosten. Ja. Und da steht, dass einige Verbraucher sowieso wiederum sagen, ja, man muss mit Chemie vorbehandeln. Und dann ist es ja nochmal schädigen, weil Chemie und so hohe Temperatur, ich weiß nicht. Ich glaube, wir nehmen uns einfach einen ganz normalen Backofen, weil ja, es gibt ja auch mittlerweile eher auch Backofenreiniger, die das gut wegbekommen. Deswegen drauf geschissen. Weil das sind auch sehr teuer. Also ich habe jetzt nicht geguckt, was das kostet. Ich habe jetzt nur mal gegoogelt, wie das Ding heißt, Pyrolyse. Und dann bin ich auf diese Seite gekommen, wo halt die Nachteile aufgezählt wurden. Und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen recherchieren. Und ja, that's it. So viel dazu. So, meine Lieben, wir sind jetzt zu Hause angekommen und ich nasche den Kinderriegel. Und wir haben jetzt hier mal herumgedoktert, weil irgendwer auf Instagram mir gerade vorhin geschrieben hat, wir sollen mal gucken wegen der Sicherung. Jetzt haben wir den Ofen da rausgezogen und die Sicherung angeguckt. Also wir haben keine gefunden. Und dann haben wir gedacht, komm, probieren wir mal die Steckdose. Und tatsächlich liegt es an der Steckdose. Also die Steckdose, wo der Ofen dran ist, hat was. Weil wir haben jetzt auch ein anderes Gerät reingesteckt, das geht nicht. Und der Ofen war woanders reingesteckt, in einer anderen Steckdose, geht's wieder. Also ist der Ofen okay und die Steckdose kaputt. Yay, noch besser. Keine Ahnung, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt schaut der Baba, holt er gerade so einen Elektroschraubenzieher, wo er gucken kann, ob da noch Strom fließt. Ja. Das ist natürlich doof. Aber ich meine, zur Not könnten wir den halt woanders anstecken. Den Ofen. Aber zumindest spart man sich jetzt, dass man einen neuen Ofen kauft. Ja, weil ist ja jetzt auch nicht so super günstig, ne? Wobei es gehen würde. Aber trotzdem muss man ja nicht das Geld draufschmeißen, oder? Wenn man ein Gerät hat, das funktioniert. Glaubst du, dass vielleicht auch der Ofen die Steckdose kaputt gemacht hat? Keine Ahnung. Hey, was ist hier? Geh mal bitte von da weg. Danke, Lucy. Kein Bock. Oh, danke, Lucy. Die Lucy hilft mit. Wer hat dieses Mikro da reingegeben? Meinst du, dass das Ding kaputt ist? Also, du holst jetzt die Kindersicherung aus, oder? Nein, ich schaue, dass der nicht rumkommt. Wenn es nur ein Verlängerungskabel ist, ist es ja chillig. Aber ist nur das fix. Hä? Die Steckdose unten funktioniert? Aber ich kann den nicht, da muss ich wieder zurück. Steck mal das an unten. Steckdose. Die Steckdose. Die Steckdose geht? Hast du probiert? Probier, steck mal das an. Aber haben wir nicht so einen langen wieder? Wir hatten einen, aber so einen. Mit einer. Wie kann der kaputt gehen? Weißt du, ich steck ihn aus. Ja, sorry. Papa und Assistentin Lucy helfen hier mit bei der Steckdose. Was steht? Hey, Bella möchte auch nicht helfen jetzt. Bella, was macht der Papa da? Bella, was macht der Papa da? Warum bitte am Tisch, Madame? Er mag gerne, wenn so wenig Platz ist, dann kann er gern. Piep. Kennst du diese Katzen? Nein. Ja, ja. Der Papa hat es geschafft. Der Ofen funktioniert wieder. Schaut mal, die Anzeige leuchtet. Also, der Ofen hat ja eh nichts gehabt, sondern. Ach! Ich mache gerade Tortilla. Und es ist heiß. Das hier gerade. Ich mache den nicht gerade warm. Auf jeden Fall, der Papa hat die. Alles aufgeregt. Hungrig und weiß ich nicht was. Er hat irgendwie die Steckdose nicht reparieren können, weil er kein Elektriker ist. Deswegen hat er das umgelegt, dass es quasi hier jetzt in eine andere Steckdose umgelegt wird. Also der Ofen ist jetzt quasi hier durch diese Leiste an dieser Steckdose verbunden. Ja. Und wir sind jetzt schon ready für Abendessen. Wie ihr seht, wer hat mein Kamera runtergeworfen? Das hast du selbst.
selber am Boden. Nein, der war oben. Und in der Küche ist ja das, das ist eine Katastrophe. Kurz nach dem Einkaufen, Baustelle, alles, ja, ist egal. Ich schaue einfach nicht hin. Versuche einfach den Chaos auszublenden. Aber, so. Bitteschön, ihr könnt schon mal anfangen. Gibst du mir, Michelle, einen, den Joghurt, den großen? Fast hätte ich euch vergessen, hier das Essen zu zeigen. Wir sind schon am Machen. Oh, ich liebe die auch, Luigi. Und ich liebe Papa. Das ist sehr schön. Und wir essen jetzt auf jeden Fall mal. Und das schmeckt sehr, sehr gut. Guten Morgen, unser Lieben. Heute ist Donnerstag. Donnerstag, ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich das letzte Mal hier? Am Samstag, oder? Das ist aber schon lange her, weil wir haben in der Zwischenzeit noch das andere Video mal Samstag, online genau. gepostet. Landsport-Video. Es war sehr viel zu tun, deswegen haben wir gar nicht mehr weitergevloggt. Wir haben voll auf den Vlog eigentlich vergessen. Wir haben jetzt so kurz geredet, so, was kommt denn am Freitag für ein Video? Und dann so, wir haben den Vlog ja noch gar nicht beendet. Wir haben ja für das Lunchbox-Video echt viel zu tun gehabt. Wir haben es gedreht. Das ist ja, glaube ich, an dem Tag so habe ich euch irgendwann noch mitgenommen. Gedreht, wir haben es geschnitten, wir haben es. Es ist auf jeden Fall fertig. Es ist so groß gewesen, dass wir es durch zwei teilen mussten. So ein kleiner, ist hungrig, bitteschön. Und ja, das kommt dann am. Also, wenn ihr das Video seht am Freitag, dann kommt das andere dann am Montag. Genau. Teil 2. Und wir planen aktuell gerade auch schon das Halloween-Video für die Snacks, also Halloween-Snack-Video. Genau, und das dauert auch nämlich ziemlich lang, also nicht nur die Planung, sondern auch das Drehen und Vorbereiten. Und, deswegen haben wir jetzt komplett das Vloggen vergessen, also nicht, ja, keine Ahnung. Ihr seht das ja nicht, ihr denkt euch, ja, ihr seht. Das ist ganz aufgeregt. Das ist unser Hundefutter. Oh, der Wie. Du bekommst ja auch. Jetzt sind alle da. du kriegst da auch. Ich glaube, der DPD-Bote, der hasst uns, wenn er diese Pakete sieht. Ja, das ist schon ziemlich schwer. Aber ich habe ihm geholfen. Okay. Ich habe ihm ein Eis gegeben. Oh, das ist gut. Das ist nur für euch. Du, euch. Du bist ein großer Hunger. Und du auch. Und du. Sie. Ja. Ja. Und ich mache oder habe gemacht, wenn ihr das Video seht, ist schon fast vorbei. Ich habe eine Woche Instagram-Pause gemacht, weil ich einfach so viel zu tun habe. Ich habe so viele E-Mails, die ich nicht beantwortet hatte, weil ich einfach überhaupt keine Zeit hatte. Letzte Woche und so viele Sachen organisatorisch im Hintergrund. Nicht online gewesen auf Instagram, dafür hat der Papa meinen Kanal übernommen. Aber auch hier fast nicht vloggen können, weil so viel. Ja. Es ist schwer, auch die Kanäle zu führen und dann noch den Vlogs auch, das ganze Ding auch im, also im Hintergrund an die Familie und so, das ist ja, deswegen, es war gerade so viel zu tun, deswegen haben wir gesagt, so, mache ich kurz Instagram-Pause und ich arbeite mal im Hintergrund die ganzen Sachen fertig ab. Ja, aber auf YouTube, ihr seid sehr gut versorgt, also Videos kommen regelmäßig jetzt, sind alles schon vorbereitet, geplant, geschnitten und alles drum und dran. Genau. Ja, ich wollte mich, oder wir wollten uns eigentlich jetzt so sagen, mal vom Vlog verabschieden, weil der wird dann gleich geschnitten und vorbereitet für morgen dann. Ja. Und danke fürs Zuschauen, mein Lieben, und bis zum nächsten Mal. Schaltet auf jeden Fall am Montag wieder ein. Lunchbox wieder Teil 2. Ja, tschüss. Tschüss.